Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josi, mit einer Folge vom realen Irrsinn. Das ist schon eine ältere Folge. Das ist nämlich eine von den Folgen, die mir der Schildi 1 vorgeschlagen hat. Und zwar ist das Falsche Pflastersteine in Kiel, heißt die Folge heute. Hier gucken wir uns jetzt gemeinsam zusammen an. Wir wechseln mal in den Live-Bereich. Da haben wir sie schon. Und wir gucken mal, was es damit auf sich hat. Wir hatten ja schon mal was mit falschen Pflastersteinen, mit falschen Bordsteinen. Da hat jemand eine ganze Straße einem Ort geschenkt und der Bürgermeister hat sich darüber aufgeregt, dass es die falschen Bordsteinkanten waren. Völliger Unsinn. Ob das hier jetzt genauso gleicher Unsinn ist, werden wir uns jetzt zusammen angucken. Das ist das neue Doppelhaus von Peter Hartig in Kiel. Alles schön ordentlich gemacht. Samt der frisch gepflasterten Hofeinfahrt. Ja, also ich muss sagen, es ist eine schöne Hofeinfahrt. Es hat wohl geregnet, deswegen sind die Steine ein bisschen nass. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass die Steine etwas dunkler sind, als sie sein würden, wenn es trocken wäre. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, die sind zu dunkel, die müssen heller sein, dann warte doch mal, bis es trocken ist. Auffahrten ist in diesem Fall Buntpflaster gemacht worden. Anthrazit, 20 x 10 und 8 cm dick. Ja, ja, sehr schön. Aber hier auf dem kleinen Stück zwischen Auffahrt und Straße ist öffentlicher Grund, Herr Hartig. Ah, jetzt verstehe ich, worauf die raus wollen. Er war ganz schlau und hat gemeint, okay, da ist ein Bordstein. Wenn ich jetzt gesehen habe, war da vor und dahinter eigentlich nur Gras. Also war da gar keine Ausfahrt. Und er hat gedacht, bevor ich da jetzt alles verschlammt, mache ich da auch noch Steine hin. Und das gefällt der Stadt Kiel nicht. Hier haben Sie doch nicht etwa die gleichen Steine genommen? Für den Bürgersteigbereich habe ich die gleichen Steine verwendet wie in der Auffahrt, auch von der Farbe her. Habe mich da auch nach den Anliegen konsultiert in der Nachbarschaft, aber es waren leider die falschen Steine. Ja, genau. Der Hausbaueigentümer macht was privat, für was die Stadt nichts kostet. Und ihn damit Kosten spart und weil es falsch ist, kriegt er einen auf den Deckel. Warum sitzen eigentlich in den Rathäusern, Parlamenten und Regierungsgebäuden immer nur Trottel? Falsche Steine? Herr Hartig, Sie können doch nicht irgendwelche Steine nehmen. Sowas wird von der Stadt Kiel gesetzlich genau geregelt. Ja, da gibt's wieder einen Paragraphen und wenn man zwei Seiten weiterguckt, gibt's einen Paragraphen, der den ersten Paragraphen außer Kraft setzt und dann verweist auf einen Paragraphen, der fünf Seiten weiter vorne steht und das Ganze wieder außer Kraft setzt. Gesetzgebungen. Das ist das Straßen- und Wegegesetz, Paragraph 21 und Paragraph 24 muss man da heranziehen. Habe ich es nicht gesagt? Mehrere Paragraphen. Und genau so muss der Stein aussehen. Der Stein ist 25 x 25 cm groß, ist ein grauer Betonstein, 8 cm hoch, den wir da überall verbaut sehen wollen. Ja, genau. Und es ist jetzt egal. Also mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, haben die anderen Steine besser gefallen. Fürs Drüberfahren mit was wie im Einkaufswagen und so sind die jetzt nicht ganz so. Wären die besser. Aber ihr habt doch dafür nicht mal Geld bezahlt. Genau, 25 mal 25 mal 8 und nicht 20 mal 10 mal 8. Von der Qualität her sind die noch weitaus besser, qualitätsmäßig besser wie die Betonsteine. Darum geht's aber nicht, Herr Hartig. Qualität, was interessiert die Stadt Qualität? Die wollen ihre Gesetze durchbringen und jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Qualität der Steine nicht stimmt, dann musst du die öfters austauschen. Oder die tauschen die aus und das können sie dir wieder in Rechnung stellen. Ihr Stein ist kein Standardstein. Die Baustandards werden durch eine Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen geregelt. Und dieses Wort wiederholen wir jetzt 10-mal hintereinander. Wer das schafft, kriegt von mir einen Knutsch. Ja, die anderen Anwohner müssen sich schließlich auch daran halten. Ja, mein Nachbar nebenan, der hat ja auch nicht die Steine, sondern Asphalt wirklich bis zur Straße ran. Und er meinte auch so, hä? Ja, so, ich stelle mir das am Ende lustig vor. Die Straße sieht aus wie eine Straße von einem schwedischen Klemmbausteinhersteller. Alles wild zusammengewürfelt.
Was? Der hat auch keinen Standardstein? Ich habe hier, glaube ich, noch kein einziges Haus gesehen, wo solche geforderten Steine vorgesetzt worden sind. Oh. Ja. Ja, das ist ganz klar. Also so habe ich mir das jetzt gedacht, sodass das so passiert, dass da jetzt jeder sein eigenes Süppchen kocht. Das sind sogar noch nicht mal die gleichen Farben. aber bei einem regt sich die Stadt dann auf. Aber nur bei einem, bei allen anderen nicht. Oh, hier hat der Gehweg graue zu kleine Steine, hier rote zu kleine Steine und hier sogar gar keine Steine, ja. Nur Sand. Nur da haben wir da nichts dagegen gemacht, weil das ist uns nicht aufgefallen. Weil das die Nachbarn schon vor Jahren genauso gemacht haben. Es gibt sozusagen kein gleiches Recht im Unrecht. Nachdenken. Es gibt keine Gleichheit im Unrecht. So, dem einen wird das aber zur Last gelegt, während die anderen machen dürfen. So, und jetzt bitte die Erklärung dafür. Die anderen haben sich eben nicht erwischen lassen. Alle Widersprüche nützen nichts. Die falschen Steine müssen weg. Man schafft für zwei Familien Wohnraum und es werden im Grunde nur Steine in den Weg gelegt. Passt ja. Genau das. Das passt. Sehr lustig, Herr Hartig. Der Witz hätte glatt von uns kommen können. Genau. Das war wieder typisch realer Irrsinn. Und wieder eine super tolle Folge, Schildi. Danke für deine ständigen Vorschläge. Ich bin hellauf begeistert davon. Du findest Perle, das ist nicht mehr... Das ist richtig schön. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, ist nicht mehr schön, aber das ist richtig schön. Das ist richtig schön. So wünsche ich mir das, dass das mehr machen. Aber solange ich dich habe... Passt das. Also hier für den Kanal natürlich. So, wenn ihr gerade hier seid, weil ich stelle das immer wieder fest, wenn ich nachgucke. Es gucken ganz viele meiner Videos. Aber Leute, lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Das wäre doch nett. Wenn euch das gefällt, klickt doch einfach unten drauf. Dann könnt... Das hilft und das sorgt dafür, dass ihr weiterhin so schöne Videos bekommen könnt. Weil, ja, so ist das eben. Und ein Abo wäre natürlich auch schön, weil ich auch gemerkt habe, viele von denen, die zuschauen und nicht liken, die tun auch nicht abonnieren. Aber das tut euch nicht weh. Es kostet euch nichts. Und ihr helft dem Kanal. Das ist doch schön, oder? Also finde ich zumindest. Und ich mache das ja auch. Guck mal, ich habe hier extra 3 abonniert. Und jetzt kriegen die auch noch ein Like von mir. Und dann passt das doch wieder. So ist das. So funktioniert das. Genau. Gut. So. Und dann wechsle ich mal rüber. Also, aber auch hier gilt natürlich wie immer, wenn euch das gefallen hat, bitte schön Daumen hoch, hatte ich ja gerade eben schon mal gesagt. Und wenn ihr das bei dem Originalvideo auch machen wollt, da unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Da könnt ihr dann rübergehen zu den Kollegen von Extra 3, das Ganze da auch machen. Wenn ihr Anregungen, Ideen, Kritik habt, unten in die Kommentare damit rein. Ich reagiere darauf. Nehme Kritik auch an, wenn sie berechtigt ist. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge vom realen Irrsinn wieder. Und das ist auch wieder eine Folge vom Schildi.